Nudeln kochen leicht gemacht. Ich erkläre euch die Tipps und Tricks für die perfekten Nudeln. Dafür die Herdplatte auf höchster Flamme anmachen und einen großen Topf mit Wasser zum Kochen bringen. Je größer der Topf, desto besser, denn unsere Nudeln benötigen viel Platz und Bewegung, damit sie nachher nicht aneinander kleben. Denkt immer dran, erst wenn das Wasser kocht, geben wir Salz hinzu, denn durch Salz verlängert sich der Siedepunkt des Wassers und erhält somit die Zeit, bis es kocht. Unsere Faustregel ist hier, auf 100 Gramm Nudeln kommen 1 Liter Wasser und zwischen 5 bis 10 Gramm Salz. Je nachdem, wie viel Salz ihr verwenden wollt. Die Nudeln lassen wir von innen nach außen fallen, dann sacken sie nach unten ab und verteilen sich gut im Wasser. Die Temperatur wird etwas reduziert. Öl im Wasser ist übrigens ein No-Go. Denn Öl schwimmt auf der Wasseroberfläche und verhindert somit nicht, wie viele denken, das Verkleben der Nudeln. Dafür müssen die Nudeln nämlich einfach nur in Bewegung bleiben. Deswegen die Nudeln alle 1 bis 2 Minuten etwas durchrühren. Bei der Garzeit hält man sich tatsächlich an die Angaben des Herstellers. Etwas kürzer, wenn man sie al dente, also noch bissfrisch haben möchte. Ist der gewünschte Garpunkt erreicht, die Nudeln einfach abgießen und dann in die Soße geben. Die Nudeln müssen weder abgeschreckt werden, dann verlieren sie nämlich Stärke und ihre Soßenbindung, noch brauchen sie Öl. Denn dann bildet sich ein Film auf den Nudeln, der verhindert, dass die Nudel sich mit der Soße verbinden kann. Wer mag, kann noch etwas Nudelwasser übrig lassen und diese dann mit der Soße verbinden. Die enthält nämlich Stärke und hilft somit bei der Nudel-Soßenbindung. Und fertig ist die perfekt gekochte Nudel. Wenn ihr euch jetzt fragt, was mache ich denn mit gekochten Nudeln? Ich hätte da was für euch. Ein wunderbares Rezept für One-Pot-Feta-Pasta. Einfach anklicken, ein Abo dalassen und keines meiner Videos mehr verpassen. Bis dahin, guten Appetit und ciao, ciao.